bin auch sehr stark bei mir. Ich konzentriere mich nur auf den Tanz, auf den Partner, auf mich und alles andere um mich herum, man vergisst es. Also man schaltet es komplett aus. Deshalb ist Tango auch so entspannend für viele, viele Menschen, weil sie den Alltag komplett dadurch ausschalten können. Und wenn das passiert, dann fängt man an, viele Dinge zu entdecken, viele Dinge in dem Partner und auch bei sich. Man lernt sich praktisch vollkommen neu kennen und man entdeckt unglaublich viele Seiten an sich selber. Wir trainieren ja morgens, wir machen immer erst ein Aufwärmen und dann tanzt jeder ein, zwei Soli. Und dann tanzen wir zusammen und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich jeden Morgen darauf freue. Also mit ihm zu tanzen, ja, das, ich glaube, das ist für mich die essentiellste Aussage, die ich dazu machen kann. Das ist mir auch wichtiger, was hier morgens passiert, als das, was dann manchmal auf der Bühne passiert. Für mich ist das immer unterschiedlich. Also ich komme ja auch morgens manchmal an wie ein Büro und habe überhaupt keine Lust. Und ich sehe das ein bisschen nüchterner vielleicht als Ulrike. Und unsere Bühnensachen, die sehe ich auch manchmal nur als einen Job. Also das muss man auch ganz knallhart sagen. Das ist ein anstrengendes Geschäft. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Und es ist aber jedes Mal eben anders. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Und letztendlich ist es dann eben doch kein Büro. Sondern mal ist es so und mal ist es so. Und man nutzt ja seinen Körper als Werkzeug und der Körper ist jeden Tag anders drauf.